Ja, freut mich sehr. Ist eine Ehre, hier sprechen zu dürfen. Freut mich auch, dass die Sportpsychologie so einen prominenten Platz bei dieser Tagung, bei diesem Kongress hat. Und freut mich sehr, dass so viele auch jetzt nach dem Mittagessen zu diesem Thema hier geblieben sind. Ich bin Sportpsycholog, lege dabei Wert, dass ich Praktiker bin, also auch wenn ja diese Titel dabei sind. Aber ich habe jeden Tag mit Trainern zu tun, arbeite jeden Tag mit Trainern zusammen. Du hast als Sportpsychologe natürlich den Job, irgendwie die Spieler auszubilden, dass sie mit Stress besser klarkommen. Du hast damit zu tun mit der Diagnostik, du hast damit zu tun mit der Teamentwicklung, aber du hast auch jeden Tag mit dem Trainer zu tun. Coach the Coach, das ist manchmal, da beobachtest du viel und da entwickelst du ein gewisses Gefühl für diesen Job. Und ich muss schon sagen, ich habe das jetzt jahrelang gemacht und desto länger ich das mache, desto mehr Respekt habe ich auch vor dem Job, der da gemacht wird. Weil das ist schon richtig speziell, die Aufgabe des Trainers. Und wenn du als junger Sportpsychologe in das Feld reinkommst, ne, dann wunderst du dich, weil dann siehst du Dinge und denkst, ha, das funktioniert. Hast dir vielleicht auch den Trainer dagegen beraten, aber es funktioniert gar nicht. Und dann siehst du Dinge, wo du sagst, das hast du im Studium aber anders gelernt und es funktioniert Vollgas. Und dann wunderst du dich, ha? Und du wirst ein bisschen vorsichtig und guckst ein bisschen mehr und beobachtest mehr. Und dann wird es noch krasser, weil du siehst Dinge, die funktionieren und ein paar Wochen später funktionieren sie nicht mehr. Und dann merkst du wirklich, das, was der Trainer macht, das ist wirklich etwas anderes. Und das kannst du nicht mit Führungsaufgaben in der Wirtschaft oder pädagogischen Aufgaben in der Schule vergleichen. Und deswegen auch dieser Titel. Weil dieser Titel, das ist nicht irgendwie jetzt hier reißerisch oder besonders kreativ von mir ausgedacht, sondern das ist eine Geschichte aus dem Eishockey. Wir waren eine Mannschaft, die hatte schlecht performt in der Saison und dann hat der Verein reagiert, hat ganz, ganz viele Spieler ausgewechselt, hat ein neues Trainerteam draufgesetzt und eben den Sportpsychologen auch dazu gebracht. Und dann war erstes Training und wir waren als Funktionsteam so an der Bande gestanden, erste Mal die Mannschaft auf dem Eis und wir haben uns das angeschaut und dann kam der Manager. Und der Manager stellte sich zu uns, ne, und guckte aufs Eis zu den Jungs, nickte so rüber, nickte so zu uns, nickte wieder auf das Eis und sagte genau den Satz: Make them go. Das ist euer Job. Nur, dass ihr es wisst. Und das bringt die Sache auf den Punkt, weil das ist zumindest nicht in anderen Bereichen unserer Gesellschaft üblich. Also heute kriegen meine Kinder ihre Zeugnisse. Und wenn jetzt einer von den beiden mit einem Fünfer nach Hause kommt, dann wäre es zumindest neu, dass ich zur Klassenlehrerin gehe und sage: Haben Sie es nicht hingekriegt oder was? Oder sind Sie nicht in der Lage? Oder können Sie Ihren Job nicht machen? Sondern allgemein sagst du, okay, ja, der Sohn hat es halt nicht verstanden oder sonst was. Und das ist schon was Krasses, dass man sagt, okay, das ist deine Aufgabe, dass der funktioniert. Und wenn der nicht funktioniert, hast du als Trainer ein Problem. Und das noch unter anderen Voraussetzungen, die wir mal zusammen betrachten können. Also ich schaue jetzt mal auf Ihren Job des Trainers, nämlich was das die Rolle anbetrifft. Fangen wir mal da unten an. Absolute Erfolgsorientierung. Das heißt, egal auch unter welchen Methoden, wenn du pädagogisch, psychologisch, ja, mit allen möglichen Kompetenzen arbeitest, aber der Erfolg bleibt aus, dann hast du ein Problem. Und wie gesagt, in absoluter Abhängigkeit von den anderen Protagonisten. Ich habe das sogar schon mal erlebt, dass ein Trainer aufgrund seiner Kompetenz als nicht geeignet erachtet wurde. Der ist zu pädagogisch und zu psychologisch. Da fragst du dich dann, hey, warum machen wir eigentlich solche Veranstaltungen? Wenn das alles nur, ne, wenn der Erfolg ausbleibt, hast du ein Problem. Und das natürlich noch mit dem nächsten Punkt, Öffentlichkeit. Habe ich denn das Recht, der Grundschullehrerin reinzusprechen, was sie von Unterricht macht? Die hat es studiert, die kennt sich aus, die hat Erfahrung. Komischerweise, und das erlebe ich in der Praxis am Spielfeld dran, permanent vom Vater angefangen bis hin zur Mutter, bis hin zum betrunkenen Fan. Jeder meint, er hatte die Kompetenz, dem Trainer zu sagen, dass er jetzt nicht auswechseln soll oder den Falschen ausgewechselt hat. Da hat überhaupt gar keiner irgendwie Hemmungen. Trainer kann ich kritisieren, ob ich davon Ahnung habe oder nicht. Und letztlich die Fristigkeit des Rollenhandels. Also du brauchst diesen absoluten Erfolg, hast aber in der Regel viel zu wenig Zeit. Es gibt eine Studie von Sascha Schmidt, der mal große Wirtschaftsunternehmen mit Bundesligisten verglichen hat, über einen langen Zeitraum, 10 Jahre oder sowas, und hat festgestellt, dass die Amtszeit eines durchschnittlichen Bundesliga-Trainers, wie lange ist? 1,2 Jahre. Also du hast gar nicht die Zeit, irgendetwas zu machen. Und dennoch ist deine Aufgabe kontinuierlicher Erfolg, permanent Erfolg haben. Du kannst ja nicht sagen, jetzt habe ich am Samstag gewonnen und jetzt war es das gut für die Saison. Sondern nein, nächster Samstag, wie heißt dieser schöne Film von Al Pacino, Any Given Sunday. Jedes Wochenende wieder musst du Erfolg haben. Und das letztendlich mit einer
hohen intrinsischen Motivation der Sportler, der Beteiligten. Also es geht nicht, was man in der Wirtschaft eben auch hat, dass du mit irgendwelchen Prämien oder sonst was arbeitest. Ne? In vielen Bereichen, im unteren Bereich, ja, geht es nur darum, dass die Spaß dran haben oder sowas. Aber auch im oberen Bereich, das erlebe ich in der Bundesliga, wo du sagst, der läuft doch jetzt nicht oder macht die Wege wegen seinem Vertrag oder wegen Geld oder wegen sonst was, sondern weil irgendwas Intrinsisches, ne? Für den anderen oder sowas. Und das muss ich herstellen. Und das macht den Job schon speziell, extrem anspruchsvoll und auch aus meiner Sicht sehr, sehr viel schwieriger, als es in der Wirtschaft ist. In der Wirtschaft dreht sich das so langsam mit dieser Y-Generation, wo dann auch viele fragen, wie machen das denn die Trainer? Weil dieses einfach eine Karotte vorsetzen und eine andere marschiert, das funktioniert bei uns auch nicht mehr. Und das ist das Interessante, dass man sagt, okay, die Trainer, die das schaffen, die großen Trainer, die erfolgreichen Trainer, die aus Talenten Spitzensportler machen, die machen scheinbar etwas richtig. Und das sind solche elementaren Grundvoraussetzungen, auf die ich heute ein wenig hinweisen möchte, nicht aus einer wissenschaftlichen Lehrperspektive, sondern aus einer Perspektive aus der Praxis. Wenn man viele, viele Trainer beobachtet hat und irgendwann gesagt hat, aha, da gibt es anscheinend übereinstimmende Merkmale, das scheint so und so zu funktionieren. Wenn ich intrinsische Motivation möchte, dann wird es schon wieder kompliziert, weil dann kann ich den Menschen nicht als Maschine betrachten. Der funktioniert halt so. Sondern der ist als System zu betrachten. Und Systeme haben immer irgendwas mit welchen Rahmenbedingungen zu tun. Das heißt, unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen funktioniert er und unter bestimmten Rahmenbedingungen funktioniert er nicht. Der eine Stürmer schießt im einen Verein 25 Tore. Man kauft ihn ein, weil man braucht einen guten Stürmer. Jetzt schießt er nur noch eins. Hey Psycho, kann ich mir das erklären? Da hat er doch getroffen. Irgendwas scheint nicht zu stimmen. Und wenn wir den Mensch als System betrachten, dann ist eine Aussage daraus, dass auch jeder irgendwie anders tickt. Jeder hier in diesem Raum tickt irgendwie anders. Und warum tickt jeder irgendwie anders? Das hat natürlich mit genetischen Dingen zu tun, aber auch mit Sozialisation. Jeder kommt irgendwie aus anderen Umständen und hat eine andere Lerngeschichte. Und die Grundlage von diesem systemischen Denken ist eine Erkenntnistheorie, die nennt sich Konstruktivismus, der Welt entsteht im Kopf. Und einer der Mitbegründer des Konstruktivismus, der Heinz von Förster, hat mal den Satz gesagt, Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Es gibt sie nicht, die Wahrheit. Das da draußen ist also nicht die objektive Wahrheit. Wenn wir uns überlegen, wie wir wahrnehmen mit dem Auge, wird es schon relativ deutlich, dass das gar nicht da draußen tatsächlich das ist, was bei uns entsteht. Wie nehmen wir wahr? Jeder weiß das. Augapfel, dann ist da der Sehnerv und deswegen haben wir in dem Gesichtsfeld einen blinden Fleck. Dann wissen wir, dass hinten auf der Netzhaut das Bild auf den Kopf projiziert wird. Und wenn man den Daumen so rausstreckt, linkes Auge, rechtes Auge, wissen wir, dass wir so zwei leicht miteinander versetzte Bilder haben. Wie ist also unsere Wahrnehmung? Zwei leicht ineinander versetzte Bilder, die auf dem Kopf stehen und jedes mit einem Loch in der Mitte. Und das ist aber diese schöne, harmonische Sicht, die wir uns die ganze Zeit machen. Und deswegen ist Wahrheit, das was wir für Wahrheit halten oder was für uns allgemein die Wahrheit sein sollte, lediglich ein gelernter sozialer Konsens. Das was wir im Kindergarten, in der Schule, in der Ausbildung und so weiter kennen, wo uns erzählt wird, das ist so und so zu interpretieren und zu verstehen. Wir machen mal ein paar Beispiele dazu. Ganz alt, American Journal of Psychology, 60er Jahre, wurde gezeigt, okay, hier sehen die meisten Menschen auf ein unklares Bild mit Strichen und irgendwelchen Figuren das Gleiche. Nämlich in dieser Untersuchung, was sehen Sie? Dreiecke, manche sagen einen Stern. Meine Generation würde sagen, was? Pac-Mans, genau. Ne? Das, was du gelernt hast, mit dem du dich beschäftigt hast, das ist eben dominant. Ich habe mal das Bild älteren Damen gezeigt, die haben gesagt, das sind Torten. Also irgendetwas kommt dir in den Sinn aufgrund von deiner Lernerfahrung und das ist dann das, was Wahrheit generiert. Das kennen Sie sicherlich auch, ein ähnliches Bild. Schwarze und weiße Flecken in einer gewissen Anordnung, weil wir eine Erfahrung haben und das schon mal gesehen haben, sagt dann unsere Wahrnehmung, ha, das kenne ich, das ist ein Nashorn? Nee. Ein Dalmatiner, richtig. Sieht ihn jeder? Hier ist das Ohr, da ist die Schnauze und da sind die Beine. Auch nur, wir kramen, das ist undeutlich, wir kramen unsere Erfahrung, was könnte das sein und dann generieren wir Sinn. Ein weiteres Bild, bei dem es vielleicht noch nicht so klar ist, weil es nicht so populär ist, aber wer das jetzt kennt, ist vielleicht mal leise, lassen Sie es einfach mal wirken und schauen Sie, ob Ihre Erfahrung, Ihre Sozialisation mit diesem Bild was anfangen kann. Sie schauen drauf, jetzt, die Gesichter sind super, jetzt kramen Sie in Ihrer Lebenswelt, jetzt versuchen Sie Sinn zu stiften. Wo habe ich das schon mal gesehen? Sylt sah anders aus von oben. Ne? Und jetzt machen wir das,
was wir als Wahrheit interpretieren. Wir machen die gemeinsame kollektive Erfahrung, dass das hier so wahrzunehmen ist. Und schon ist es für alle die Kuh. Und das passiert einmal. Das hätten wir so ein bisschen feierlicher machen können, weil jetzt sind die Synapsen sozusagen verschmilzt und wann immer sie jetzt diese Kuh sehen, sagen sie, ach, das ist die Kuh von dem Psychologen bei dem Fußballlehrer. Ne? Das ist jetzt fest verankert und stabil, sie haben etwas gelernt. Interessant ist es aber dann vielleicht mal aus so einer Perspektive zu sehen, weil das ist dann die des Wissenden. Ne? Man selber lebt in einer ABC-Welt und jetzt kommt man plötzlich auf einen, so einen Jungen und so weiter, und er sagt, das ist doch kein B, das ist eine 13. Und dann sagt er, ja, der war schon immer ein B, das bleibt auch ein B. Und da dann aber die Perspektive zu wechseln und sagen, hey, dich finde ich interessant, warum sagst du aus dem, was ich seit 20 Jahren als B ansehe, das ist eine 13, wie kommst denn du darauf? Und das ist dann das, was interessant ist, dass man sagt, irgendwas hat der gelernt, irgendwie sieht er diese Wirklichkeit anders und irgendwie scheint der, wenn der in der 12, 13, 14 Welt zu Hause ist, auch nicht mit meiner ABC-Welt zu funktionieren und ich muss ja irgendwas ändern. Und dementsprechend weiß ich dann auch, wenn ich das verstanden habe, dass Wirklichkeit und wie die Leute so ticken aufgrund von Lernerfahrung, Sozialisation ist und dass ich da rankommen muss, dass ich, kommen wir wieder zurück, auf die Voraussetzungen in so einem Job, wie Sie ihn haben, und Sie wissen es auch aus der Praxis, von außen so leicht keinen konstruktiv verändern kann. Das geht halt nicht, einfach nach Schema F ein Talent zu einem Bundesligaspieler zu machen. Das ist verdammt schwierig. Und ja klar, direkt verändern kann ich schon destruktiv. Kaputt machen geht immer. Aber konstruktiv verändern, das ist immer eine Eigenleistung. Das heißt, irgendeiner macht den nächsten Schritt und macht den nächsten Schritt und nicht nur, weil ich ihn ziehe, sondern weil er selber irgendwie intrinsisch eine Motivation entwickelt und sich dagegen bewegt. Das ist also immer etwas, was mit Wahrnehmung zu tun hat, was mit Sinn zu tun hat. Und wenn derjenige, wenn das Talent, wenn der Spieler das dann sieht und die Rahmenbedingungen, die Umwelt für ihn Sinn macht, dann entwickelt sich Eigenleistung. Heißt also, für den Umgang mit anderen Menschen, mit Sportlern, mit Spielern, ob sie Talente sind oder Vollprofis, ich muss die verändern aufgrund passender Umweltbedingungen. Und das ist etwas, wenn es um Führung geht, was man von den Großen des Fachs hört, liest, das sagen sie einem. Führung, make them go, ist anscheinend ein Dienstleistungsverständnis. Ich bin nicht derjenige, der sagt, wo es lang geht, als Verständnis eines modernen Trainers, sondern ich bin derjenige, der sich für individuelle Rahmenbedingungen interessiert. Wo kommt denn der her? Was hat denn der für eine Vergangenheit? Und wie muss ich jetzt hier die Rahmenbedingungen, die Konstellation, die Mannschaft und mich selber gestalten, damit derjenige den nächsten Schritt macht und in die Entwicklung weitergeht? Und das lässt sich anscheinend in den Zitaten großer Trainer ablesen, dass das ihnen wichtig ist, neben dem ganzen Fußballerischen, dem ganzen Technischen und dem ganzen Taktischen. Mir hat Uwe Krupp damals auch, Eishockey-Nationaltrainer eine ganze Zeit, mal persönlich gesagt, in der Trainerausbildung der USA wird dir eingebläut, versuche jeden Tag einen 1-zu-1-Kontakt mit einem Spieler hinzubekommen. Das ist verdammt hart. Und ich habe das erlebt in der Bundesliga. Es ist meistens so, wenn du 6-mal verlierst, wird das Trainerteam nervös. Und dann hieß es auch, hey Psycho, was datschen du jetzt machen? Dann habe ich gesagt, ja, probier halt mal irgendwie, du hast es zwar der Mannschaft gesagt, aber nochmal individuell deutlich zu machen, ob die es verstanden haben. Reaktion des Trainers, jedem, weißt du, wie groß unser Kader ist, das ist ja brutal anstrengend. Also gut, ich probiere das. Und hat es dann tatsächlich gemacht, Auswärtsspiel genutzt und ist in der Vorbereitung auf das Spiel nochmal mit jedem 1-zu-1 durchgegangen, was er von ihm erwartet und hat versucht, die Sprache des Einzelnen zu sprechen, also ihn zu verstehen. Und dann haben unentschieden gespielt und so weiter. Na, hat er danach aber auch gesagt, du, das hat funktioniert, die haben das schon gemacht, aber das kann ich nicht jedes Mal machen. Und das, diesen 1-zu-1-Kontakt, das ist tatsächlich für manche Trainer Berufsauffassung. Del Bosque hat den Satz gesagt, ich würde sagen, dass neben rein sportlichen Erwägungen wie Trainingsgestaltung, Auswahl des Spielsystems oder taktischen Fragen rund die Hälfte meiner Arbeitszeit dem Gedankenaustausch mit meinen Spielern dient. Ergänzt, vielleicht ist sogar noch ein bisschen mehr. Das Reden, das Kommunizieren mit den Spielern als das Kerngeschäft eines Trainers. Und wenn man, ja, hier fand ich auch sensationell, in einem Interview hat Jupp Heynckes gesagt, dass er sich eben auch mit der Musik seiner Spieler auseinandersetzt. Er sagt, die Musik, bei der Musik von Ribéry macht es Bum, Bum, Bum. Das ist nicht direkt was für mich, sagt er. Aber ich höre es mir an. Ich interessiere mich dafür. Ich will wissen, wie der tickt. Ich will wissen, wie der funktioniert. Und es ist auch schließlich meine Aufgabe, unterschiedliche Charaktere verstehen zu lernen. Und auch
Jürgen Klopp hat das mal gesagt in einem Interview. Ich spreche jeden Tag mit denen. Ich habe jeden Tag mit denen. Ich weiß, wo sie herkommen. Ich kenne die Familienverhältnisse, warum sie den Weg eingeschlagen und so weiter und so fort. Und ich versuche, den so kennenzulernen, Rahmenbedingungen zu setzen, damit der richtig funktioniert und dass ich ihn nicht unter, nicht überfordere. Das ist mein Job. Und die wichtigste Rahmenbedingung, die es gibt bei einem Fußballspieler, ist der Trainer selber. Und ganz häufig haben wir solche Konstellationen, dass du halt zur Mannschaft sprichst. Du redest und sagst, ich habe mich doch klar ausgedrückt, ich habe doch klar formuliert, was ich will und was gefordert ist. Aber was weiß ich, was bei dem vorher passiert ist, wen der schon vorher alles gehört hat und sagt, es ist doch eh alles nur das Gleiche und so weiter und so fort. Das, was du sagst, trifft auf irgendeinen Nährboden und der ist völlig frei zu machen daraus, was er will. Dieser berühmte Kommunikationsforscher Watzlawick hat mal gesagt, ich weiß erst dann, was ich gesagt habe, wenn ich gehört habe, was der andere verstanden hat. Und das ist so interessant, wenn Trainer sagen, ich habe es doch allen gesagt. Nein, du kannst davon ausgehen, wenn es schlecht läuft, dass jeder das anders interpretiert. Insbesondere, wenn es nonverbale Signale sind. Ich habe mal schönes Drama gehabt, hat mich eine Skifahrerin angerufen und hat gesagt, ich bin aus der Mannschaft geflogen. Dann sagt sie, wie kommst du denn darauf? Ja, der Trainer hat ganz klare Handzeichen gemacht. Dann rufe ich den Trainer an, das Handzeichen, um das es ging, war das. Seine Kommunikation war gut für heute, fahr ab. Ihre Kommunikation, scheiße gebaut, ich bin nicht im Kader. Das sind Interpretationen und da muss ich natürlich sensibel sein, dass so etwas passieren kann. Es kommt auf die Wirkung an, auf deine Wirkung an. Und dem muss ich als Trainer bewusst sein, dass permanent, wenn ich in das Wahrnehmungsfeld eines Sportlers gerate, der interpretiert, was er da sieht. Und wenn ich dem, ich habe das einmal erlebt bei einem Trainer, war wieder Eishockey und war Drittelpause, war ein schwieriges Spiel und wir lagen zurück und die Kabine war immer zu, wir waren in der Trainerkabine und die war ein bisschen weiter weg, das heißt, man konnte den Kabinengang noch nutzen und es ging immer darum, 3 Minuten bevor es losgeht, geht der Trainer mit der Ansprache dann noch in die Mannschaft rein. Und er kommt zur Kabinentür, legt die Hand auf die Klinke, ja, alle denken, jetzt geht's los, lässt sie nochmal weg, los, geht weg, sagt, I'm not ready yet, geht nochmal eine Runde, einmal durch den Kabinengang, kommt wieder zurück und sagt, let's go now. Also er war sich bewusst, ich bin gerade in der Verfassung, da reinzugehen und das Ding noch zu drehen. Ich muss irgendwie eine andere Ausstrahlung entwickeln. Hat dann mit sich selber kommuniziert, kommen wir auch noch drauf. Und um sich dann in eine Verfassung zu bringen, und sagt, jetzt besteht für mich die Chance, dass ich die noch irgendwie dazu bringe, dass sie das Spiel noch drehen. Heißt also, wir nennen dieses Make them go auch vom Ich zum Du zum Wir. Dieses Ich ist was ganz was Relevantes, wenn ich andere Leute zu etwas bringen möchte. Der Trainer, bin die wichtigste Person für ganz, ganz viele, für die Mannschaft, für den Kicker, für den Fußballspieler. Was ich mache, ich werde ständig beobachtet. Es wird ständig interpretiert, ob ich die Augen aufziehe, wie ich auf den Trainingsplatz komme und so weiter. Das ist für viele Sportler extrem wichtig. Und wenn ich wichtig bin, dann geht es darum, dass ich Souveränität ausstrahle. Was ist Souveränität? Souveränität ist kein psychologischer Begriff. Souveränität kommt eigentlich aus der Staatenlehre und heißt souveräner Staat ist ein Staat, der die inneren Angelegenheiten geregelt hat. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass bevor ich über den Spieler und die Mannschaft nachdenke, dass ich als Trainer klar bin und dass ich souverän bin und dass ich auch meiner Wirkung mir bewusst bin. Und um Souveränität zu entwickeln, reden wir von der Selbstkompetenz. Das sind eigentlich die klassischen sportpsychologischen Fertigkeiten, die wir komischerweise den Sportlern beibringen, die aber natürlich auch der Trainer können muss, weil vor die Mannschaft zu treten und eine Ansprache zu halten, in der Halbzeit was zu sagen, am Spielfeldrand adäquat zu coachen, ist nichts anderes als Wettkampf. Und auch dazu muss ich meiner Selbstwirksamkeit mir bewusst sein. Wir haben da 3 Fertigkeiten, auf die Aktivationsregulation will ich nur ganz am Rande eingehen. Das ist halt das Thema, dass ich auch mit Pausen und so weiter umgehen muss. Ich habe schon viele Trainer erlebt, die auf der allerletzten Rille sozusagen dahergekommen sind und gedacht haben, sie könnten noch effektiv coachen. Du musst auch deinen Akku, deine Batterie, deine Ladestation voll haben und dementsprechend bewundere ich Trainer, die auch mal nicht erreichbar sind, bewundere ich Trainer, die auch mal Freizeit gestalten. Als Trainer hast du jedes Wochenende zu tun. Wann sind deine Freizeit? Wo kannst du dich auch mal erholen? Wo kannst du auch mal eine Gegenwelt einbauen? Wichtig, so etwas zu performen. Mentales Training, das geistige Durchspielen von Eventualitäten, von Konstellationen.
Du musst wissen, wie reagiere ich mit dem Coaching in einer bestimmten Spielsituation. Du musst wissen, wie reagiere ich auf bestimmte Trainingssituationen. Das kann ich im Vorfeld durchplanen und bin dann in der entsprechenden Situation routinierter und wirke auf die anderen souveräner. Und das, was mir besonders wichtig ist hier, ist das Thema konstruktives Denken. Weil das ist ganz häufig ein Punkt, wo die gesamte Performance einer ganzen Mannschaft samt Funktionsteam gefährdet ist, wenn ich sozusagen meine Gedanken als Trainer nicht kontrollieren kann. Und unter konstruktivem Denken versteht man in der Sportpsychologie auch sowas wie Selbstgespräche. Das ist immer so ein kritischer Begriff, Selbstgespräche. Warum führen Sie Selbstgespräche? Einer sagt ja. Klar, wir führen permanent Selbstgespräche. Aber ganz klar, irgendwie, ich habe vorhin, als ich hier nochmal spazieren gegangen bin, auch auf dem Parkplatz eine ältere Frau getroffen. Die hat ein lautes Selbstgespräch mit sich geführt. Was kam sofort in meinen Kopf? Bald in der Klapse. Ne? Also das mit den Selbstgesprächen ist schon so etwas, wo du sagst, okay, das ist nicht normal, wenn sie laut stattfinden. Aber führen sie auch laute Selbstgespräche? Passiert schon auch mal, ne? Wenn sie unter Druck sind und so. Ich zeige Ihnen mal einen Sportler, der unmittelbar vor dem Wettkampf ein lautes Selbstgespräch führt. Schauen Sie sich das an. Haben Sie was verstanden? Nein. Ein Selbstgespräch dient auch nicht der Kommunikation, sondern der Regulation. Und das, was dieser Sportler hier im absoluten Vollstress unmittelbar vor dem Wettkampf macht, ist, er führt ein systematisches Selbstgespräch. Und das kann man am besten die Wirkung anhand von so einem Glas erklären. Macht er nämlich nichts, hat irgendwas, die Situation, irgendetwas, was er sieht, irgendeines, was jemand zu ihm sagt, die Chance, den Kopf zu besetzen und vielleicht irgendetwas Unzweckmäßiges. Ich habe Sportler, die haben vor dem Wettkampf, ja natürlich, hoffentlich nicht verlieren, solche Gedanken, ne? Hoffentlich schieße ich den Elfer nicht vorbei. Ich habe Skifahrer, die stehen am Start und stellen sich die Frage, wie geht denn das jetzt nochmal, Skifahren? Alles unzweckmäßig, bloß nicht stürzen im Eiskunstlauf, alles unzweckmäßige Gedanken, die in der Situation, jetzt soll ich 100% performen, eben nicht funktionieren. Was dieser Skifahrer hier macht, er macht zu. Er beschäftigt den Kopf aktiv, permanent mit irgendetwas und damit hat irgendwas Unzweckmäßiges natürlich keine Chance. Sie kennen das, wenn Sie es, ich weiß nicht, ob Ihre Spieler das machen. Ich habe das auch schon gesehen, dass Spieler, wenn sie auflaufen und so weiter, mit sich am Reden sind. Du siehst der Mund, wie er sich bewegt. Sie kennen es vielleicht von Hochspringern oder Stabhochspringern in der Weltmeisterschaft, die auch unmittelbar vorher versuchen, sich durch gezielte Selbstgespräche zu regulieren. Und diese Selbstgespräche sind extrem relevant, weil sie steuern wesentliche Aspekte unserer Performance und eben auch die Performance von dir als Trainer, die Performance, wie du ins Trainingszentrum reinläufst. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist die Befindlichkeit. Die Befindlichkeit ist die Frage, geht es dir jetzt gut oder geht es dir gerade schlecht? Und was steuert die Befindlichkeit in der Regel? Irgendwas da draußen. Ich habe so meine Komfortzone und wenn irgendwas da draußen nicht passt, sei es das Wetter, sei es die Temperatur, sei es die Politik, sei es der Chef, sei es der Manager, sei es irgendwie was, die Mannschaft und so weiter, dann stört mich das und dann geht meine Befindlichkeit runter. Dann habe ich keine Lust mehr. Und das ist ganz wichtig einzusehen. Deine Befindlichkeit, die kann überhaupt gar nichts dafür für das da draußen. Oder nee, das da draußen kann gar nichts für deine Befindlichkeit so rum. Du hast die Entscheidungsgewalt und die Verantwortung, dass deine Befindlichkeit und wenn die Bedingungen draußen noch so schwierig sind, dass die nicht negativ wird. Das ist eine Fertigkeit. Es ist, ja, es da draußen, es ist wirklich hart, der Laden brennt und so weiter und so fort. Aber mir als Trainer darf man das nicht ansehen. Und es gibt so ein Beispiel dazu, das ist, ja, ich will jetzt auch nicht hier mit alter amerikanischer Positivpsychologie ankommen nach dem Motto, das Glas ist hier halb voll oder halb leer und so weiter, sondern ich will eine Geschichte dazu erzählen, die mir sehr wichtig ist, weil da bin ich damals aus den Schuhen gefallen, als ich diesen Satz gehört habe, weil ich war mit einem Radteam unterwegs, mit einem professionellen Radteam, und zwar Saisoneröffnung Februar in Mallorca. Normalerweise war es damals die Erwartung immer, dass es schönes Wetter ist, aber es war Regen und es war kalt und wir hatten in der nächsten Etappe drei Bergwertungen
und es ging darum, dass die Jungs eben bei der Stange gehalten werden mussten. So, jetzt morgen, trotz Regen und Kälte, Bergwertung und wir nutzen die Zeit. Aber die Stimmung war beschissen. Dann sagt der Sportdirektor zu mir, Psycho, Stimmung ist scheiße, mach mal was. Und dann habe ich also die Mannschaft versammelt, nach dem Motto, okay, wir probieren halt irgendwie was und habe denen das Glas gezeigt und habe dann halt angefangen nach dem Motto, das da draußen, ne, das ist halt so, ne, Schnee, also ne, Regen, jetzt musste halt irgendwie anfangen, wie gesagt, und dann haben die mir rausgeguckt, in dem Moment, wie gesagt, fing es an zu schneien und es wurde immer kälter und die guckten mich an und guckten raus und dann habe ich das Ganze abgebrochen und habe gesagt, das ist die absolute Psychonummer, das können wir jetzt hier nicht machen. Und habe gesagt, hey, ist schwierige Bedingungen, da Radfahren ist echt völlig. Ne? Und dann meldete sich ganz hinten aber ein kleiner Italiener und sagte den Satz der Sätze, nämlich er sagte, da ist was dran. Und jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Und dann sagte er, schon als kleiner Junge wollte ich immer Radrennfahrer werden. Schon als kleiner Junge wollte ich auf solchen individuell konstruierten Rennmaschinen fahren. Schon als kleiner Junge wollte ich schon immer in so einem Profiteam fahren, in solchen Klamotten. Und eigentlich wollte ich schon als kleiner Junge schon immer hier in diesem Team fahren. Es gibt gar nicht so schlechte Bedingungen, dass ich nicht Danke sage zu jedem einzelnen Kilometer, den ich hier fahren kann. Und das ist großes Kino. Das ist einfach die Erkenntnis, dass meine Befindlichkeit, das ist wie ein Sockel von meiner Performance, von all dem, was ich als Talent mitbekommen habe, von all dem, was ich mir antrainiert habe, von meiner Physis und so weiter. Wenn meine Befindlichkeit nicht da ist, dann bricht das alles zusammen, dann kann ich das alles nicht auspacken. Und das zu erkennen, dass es meine Entscheidung ist und im Kontext Team und Trainer und Mannschaft, meine Verantwortung, dass ich nicht einfach nur, weil schwierige Bedingungen sind, weil die Medien mich gerade niedermachen, weil gerade das Management komisch guckt, meine Befindlichkeit runtergeht, das ist eine wichtige Erkenntnis. Und das habe ich schon öfter erlebt, dass der Trainer, das ist verdammt hart und das ist eine richtige Aufgabe. Und das ist eine viel schwierige Aufgabe, als die richtige Taktik rauszusuchen oder das richtige athletische Konzept. Jetzt unter den widrigen Bedingungen zu sagen, ja okay, komm, jetzt ist schwierig, aber dafür bin ich Trainer und dafür bin ich top ausgebildet und mir sieht es keiner an, dass hier gerade sozusagen der Laden brennt. Und das sind Beispiele auch aus dem anderen Sport. Das ist Paris-Roubaix, Fahrradfahren, 200 Kilometer ungefähr, 60% Kopfsteinpflaster. 80% der Fahrer sagen, Hölle, danach 3 Tage lang Schnabeltasse, weil alles wackelt und so weiter. 20% sagen, geil, Asphaltfahren. Kann jeder. Da musst du fahren können. Das ist was für die richtig Guten. Und das ist eigentlich auch etwas, wenn du dich als Top-Performer verstehst, wenn du sagst, ich bin ein richtig guter Trainer, ja, wozu brauchst du dann einfache Bedingungen? Einfach kann jeder. Gerade unter schwierigen Bedingungen zeichnen sich die besonders guten Höchstleistungsleute aus. Wenn es schwierig wird, dann muss man eigentlich Leuchten in die Augen kriegen und sagen, ja, dafür bin ich ausgebildet, dafür habe ich die Erfahrung, dafür habe ich schon so viel mitgemacht. Schwierig, klasse, jetzt braucht er mich. Wunderbar, so muss es sein. Und das ist eben auch in der Entwicklung von einer Mannschaft und vom Erfolg so wichtig, dass das so halt nicht funktioniert. Nie. Sondern es funktioniert irgendwie so. Und da, wenn die Siege da sind, wenn alles funktioniert, wenn die Mannschaft performt auf dem höchsten Niveau, das ist die Befindlichkeit, da braucht man nicht über Selbstgespräche oder konstruktives Denken und so weiter sprechen. Ne? Da, hier, da ist interessant. Wenn es nicht läuft, wenn irgendwas in der Mannschaft nicht funktioniert, wenn Druck von außen kommt, wenn Druck vom Management kommt, wenn ich Druck von der Presse habe, dann zu sagen, okay, deswegen bin ich hier Trainer und deswegen führe ich nicht nur Mannschaften, das Funktionsteam, weil ich genau unter diesen Bedingungen kann, das ist entscheidend. Höchstleister suchen schwierige Bedingungen. Mir hat mal, es war ein Trainer, es war nicht ich, aber in einer bestimmten Situation, es war ein Spieler, der war nicht hier, der war ganz hier unten, hat ein Trainer zu ihm den Satz gesagt, werde ich auch nie vergessen, so wie du gerade durch die Scheiße musst, da kommt ja wahrscheinlich was ganz was Großes auf dich zu. Also auch so diese Idee, dass du auch manchmal wo durch musst, um wieder einen großen Erfolg zu haben. Muss ich jetzt 2 Namen in Verbindung bringen. Also das eine ist Mehmet Scholl, der auch den Satz gesagt hat, die wenigen Highlights meiner Karriere musste ich mir durch tiefe Täler erkaufen. Und jetzt kommt mehr oder weniger das ganze Gegenteil. Wenn Sie ein wirklich wichtiges und gutes Buch mal lesen wollen, Viktor E. Frankl, trotzdem Ja zum Leben sagen, ein Psychologe, der das KZ überlebt und schildert, wie er mit sich klarkommt in dieser Situation und eben auch so Sätze sagt wie, du hast nichts vom Leben zu erwarten, das Leben erwartet etwas von dir, hier Aufgabe.
bin ich dieser Qual würdig? Da kriegst du Gänsehaut. Aber diese Ideen zu transportieren und zu sagen, es ist schwierig, jetzt brauchen wir hier Disziplin, jetzt müssen wir zusammenhalten, jetzt müssen wir zusammenstehen, um das zu meistern, das sind, glaube ich, wesentliche Botschaften, die wichtig sind. Vom Ich zum Du, wenn ich souverän bin, ich mich mehr oder weniger im Griff habe, erst dann habe ich die Chance, adäquat mit einem Spieler umzugehen. Wenn meine Befindlichkeit nicht da ist, dann ja, die Spieler merken das, sogar das Funktionsteam merkt das. Was ich das schon erlebt habe, wie ein Trainer, der auch energetisch am Ende war, die Befindlichkeit am Ende war, die Performance aus einer ganzen Mannschaft rausziehen kann, das ist schon eindrucksvoll. Dann geht es im ganzen Trainingszentrum nur um ein Thema, nämlich die Laune vom Cheftrainer. Und das ist etwas, was natürlich unglaublich aufhält. Und dementsprechend ist es wichtig, erstmal sich selber im Griff zu haben. Und dann kommt der Schritt zum Du. Und was die Spieler brauchen, ist Vertrauen. Die sind bis zum Hals tätowiert und du denkst, oh Gott, wenn ich den nachts mal treffe, allein, da passiert mir was. Und was sagt er? Ich brauche das Gefühl von Vertrauen. Ganz, ganz viele Spieler sind extrem sensibel, wie der Trainer auf sie zugeht und ob der Trainer auf sie zugeht. Heißt es jetzt, jetzt steht da der Psychologe und jetzt muss ich halt allen vertrauen? Das ist nicht gemeint, es geht nicht um blindes Vertrauen, sondern vielleicht geht es um Zutrauen, dass ich aufgrund von vieler Beobachtung und vielem Dialog mit dem Athlet weiß, was ich ihm auch zutrauen kann. Wenn mich jemand sagt, ich vertraue dir, um den in eine Situation zu schicken, wo er nicht performen kann und wo er scheitert, das ist nicht, hat nichts mit Vertrauen zu tun, sondern Zutrauen und dann wissen, okay, ich glaube, du wirst es packen. So wie wenn ich mit meinem kleinen Fünfjährigen, der unbedingt auf den Baum klettern will, dann natürlich sage ich, kann es runterfallen. Ne? Und dann sage ich, ich will es aber probieren. Und irgendwann muss ich halt sagen, okay, ich habe gesehen, wie du klettern kannst. Ich traue dir das jetzt zu und mach das. Daraus entsteht dann bei dem anderen so etwas wie Stolz, Gefühl der eigenen Kompetenz und er entwickelt sich weiter. Wie komme ich denn an das Richtige, was ich dem zutrauen kann? Eigentlich ist die wichtigste Kompetenz neben dem Reden das Zuhören. Und Zuhören lernst du eigentlich nirgends. Zuhören ist ja passiv, machst ja nichts und das kommt ja dann nur rein. Aber für einen Trainer ist das die allerwichtigste Kompetenz, herauszuhören, was sind da für Strömungen, wie geht es den einzelnen Spielern und was sind da gerade für Dinge, die sich in diesen Köpfen abspielen. Ich kenne einen Trainer, der im Trainingslager sein Zimmer, meistens hast du ja bei solchen Lehrgängen, auch mit den Nationalmannschaften, einen ganzen Trakt, so einen ganzen Flur und der Trainer hatte eben sein Zimmer nicht im Trakt vom Funktionsteam oder irgendwo abgeschiedene Suite, sondern hatte in diesem Trakt das erste Zimmer vorm Lift, Tür immer offen, weil er gesagt hat, ich will mitkriegen, was da geht, wenn die zum Essen oder zum Training marschieren, kriege ich die Themen mit, die die so beschäftigt und ich bin viel, viel näher dran. Hat dieses Zimmer genommen, um zuzuhören und zuhören ist tatsächlich eine Fertigkeit. Wenn ich richtig zuhören will, muss ich vor dem Gespräch aber eine gewisse Schleuse einbauen. Das heißt, ich kann nicht einfach, ja, jetzt hör mal zu, sondern ich brauche auch eine gewisse innere Neutralität. Also ich kann nicht aus einem Gespräch, in dem ich mich gerade geärgert habe, gleich ins nächste. Dann hat das der Nährboden sozusagen schon besetzt. Und wenn ich schlecht drauf bin und höre irgendetwas, dann interpretiere ich das eben auch. Ich bin genauso als Trainer wie der Spieler. Ich bin ja auch nicht sozusagen derjenige, der immer neutral ist, sondern ich muss daran aufbauen. Und so eine Neutralität hat auch was damit zu tun, dass ich dem anderen signalisiere, ich habe ein Interesse an dir. Bist du nicht lästig, jetzt komm, erzähl kurz und ich lese dabei noch oder telefoniere noch oder mache am Computer, sondern ich habe ein echtes Interesse an dir und deiner Sicht. Das merke ich dem auch an, dem Trainer, nämlich wie er sich gibt, wie er da sitzt und wie seine Mimik und seine Gestik ist. Ob er jetzt nur ein Gespräch führt, weil er sagt, okay, ich muss Gespräche führen, oder ob er sich tatsächlich von seiner Seite aus Interesse an dem Spieler entwickelt. Deswegen eigene nonverbale Signale mal hinterfragen, sich auch mal Feedback holen von jemandem. Von wem kriegen Sie noch ehrliches Feedback, ob Sie gute Gespräche führen, ob der Sportler sich entsprechend angenommen fühlt, ob er sich tatsächlich öffnet. Ich habe Gespräche geführt, wo der Trainer auch gesagt hat, jetzt müssen wir mal wieder Gespräche führen, damit es hier vorangeht. Wir machen das so, Tisch, da sitzt der Sportler, Manager, Co-Trainer, ich und dann du als Psycholog da drüben. Wir haben alles gehört,
aber nichts, was ehrlich in dem Sportler vor sich ging. Deswegen ist es auch wichtig, dass ich entsprechende Zuhöratmosphären baue. Zuhöratmosphäre hat oft nichts zu tun mit einem Tisch und zwei Stühlen, sondern Zuhören passiert auch, ja, zum Beispiel auf dem Weg zum Trainingsgelände oder auf dem Weg zum Bus. Autofahren ist sensationelle Zuhöratmosphäre. Wer weiß am meisten von den Spielern im Funktionsteam? Der Physio. Warum? Der hat permanent Zuhöratmosphäre. Ne? Man schaut nicht sich direkt gegenüber in die Gesichter und versucht, was rauszubekommen, sondern er behandelt und by the way erzählt der andere, was in ihm vor sich geht. Und woher weiß ich, dass gerade irgendwie etwas stimmt, dass die Atmosphäre stimmt, dass ich anscheinend die richtigen nonverbalen Signale mache, dass ich Interesse signalisiere, wenn der Spieler sich dann plötzlich öffnet, wenn der plötzlich mehr erzählt, als ich eigentlich gefragt habe. Dann kann ich mich nur innerlich grinsend zurücklegen und sagen, jetzt stimmt hier was zwischen uns und dann komme ich auch an die relevanten Informationen. Und wichtig, Watzlawick, ich weiß nur, was ich gesagt habe, wenn ich erfahren habe, was gehört wurde, spiegeln. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du und so weiter und so fort, also dass ich die Kommunikation, die er mir senden will, er hat ja auch nur die Chance, das irgendwie in Worte, in Sätze zu packen, auch bei mir so ankommt, wie es gedacht ist. Erst, wenn ich richtig zuhören kann, komme ich an die Welt im Kopf des Spielers. Wiederum, ganz am Anfang, es geht darum, dass ich für diesen Spieler hier adäquate Rahmenbedingungen baue, mein Verhalten eingeschlossen, aber auch die drumherum, damit er funktioniert und damit ich weiß, ist es einer, der in meiner ABC-Welt tickt oder in der 12, 13, 14 Welt. Da komme ich nur ran, wenn ich adäquat und aktiv zuhöre und auch auf der Suche bin nach dieser Information. In diesem Kontext ist es, was ich im Spitzensport immer wieder beobachte und was ich in grandioses Phänomen finde, dieser Pygmalion-Effekt. Das geht auf eine griechische Mythologie zurück, bei dem ein Bildhauer sich so in seine Statue verliebt und immer mehr an ihr arbeitet, bis sie sozusagen zum Leben erweckt und ist im pädagogischen Kontext vielfach wissenschaftlich erwiesen, dass wenn ein Lehrer, ein Pädagoge, ein Trainer viel von einem Talent hält, entwickelt sich das Talent auch entsprechend. Und wenn ein Pädagoge, ein Lehrer, ein Fußballlehrer nichts von jemandem hält, dann wird dem seine Entwicklung auch stagnieren bzw. sogar zurückgehen. Und das ist etwas, was ich immer wieder beobachte, wenn du dem Talent sagst, der Trainer sagt, das ist das überschätzte Talent von ganz Deutschland, kannst du dem eigentlich nur sagen, geh weg hier, das wird nichts. Du wirst nicht gegen die Meinung deines Trainers hier zum Superperformer dich entwickeln. Und als Lehrer, als Fußballlehrer muss ich natürlich dementsprechend auch wissen, wo sind denn die Potenziale in den einzelnen Spielern, die ich da vor mir habe? Und ich muss wissen, wenn aus meiner Sicht einer da die volle Pappnase ist, dann wird er sich auch nicht entwickeln, nur sozusagen gegen meine Überzeugung, sondern er wird sich zur Pappnase entwickeln. Und diesen Pygmalion-Effekt, den muss ich mir stets vor Augen führen. Wenn ich dann Zutrauen zu einem Spieler entwickeln kann und ihm dann vertrauen kann, eine bestimmte Tätigkeit zu haben, durchzuführen und vielleicht dann eben auch zu spielen, dann kommt so etwas zurück. Das hat was damit zu tun, dass ich aber auch Selbstbewusstsein brauche. Das hat Ferguson mal über Löw gesagt. Ne? Das war noch weit vor jetzt der Weltmeisterschaft, als er gesagt hat, das war ein großes Selbstbewusstsein, also diesen jungen Spielern die Möglichkeit zum Einsatz gab. Und das, was wir jetzt beobachten konnten, ist tatsächlich das, was er dann gesagt hat, die werden ihm ewig vertrauen und niemals vergessen, dass Löw ihm die Möglichkeit eröffnet hatte. Und dann ihm auch folgen, wenn es durch tiefe und schwierige Wasser geht. Vom Du final kommen wir zum Wir. Das heißt, ich brauche im Wir, im Team, den intrinsisch motivierten Player, der den Trainer hat, der an ihn glaubt, der den Trainer hat, der weiß, was brauchen der Spieler für Rahmenbedingungen. Und wenn ich weiß, was der Spieler für Rahmenbedingungen hat, dann kann ich es auch, so wie Markus Weise, der Hockeytrainer, das so schön gesagt hat, aus einem Haufen bzw. aus einer Gruppe ein Team formen, weil er sagt, 11 Spieler, jeder auf seiner Position gut, ist nur ein Haufen. Und auf so einer Gruppe kannst du vielleicht ein Team machen, aber auch nur, wenn die Selektion entsprechend stimmt. Wenn du weißt, die Teile könnten zueinander passen, weil ich wieder weiß, okay, der lebt in einer ABC-Welt oder in einer 12, 13, 14-Welt. Ich weiß, wie der tickt, ich weiß, mit dem der interagieren könnte und dementsprechend setze ich mein Team zusammen. Und dann, wenn ich dann ein Team habe, nicht einfach. Ganz am Anfang hatten wir absolute Erfolgsorientierung und Fristigkeit. Das heißt keine Zeit, aber Teamentwicklung braucht Zeit. Uraltes Modell von Tuckman 1965. Ich setze ein Team zusammen und dann braucht es Zeit.
Und ich muss als Trainer auch die Nerven und die Geduld haben, dass die diesen Prozess irgendwie durchlaufen. Dass es da auch mal knallt, dass es aber auch Auseinandersetzungen gibt. Dass ich die nicht einfach nur ertrage, sondern dass ich die vielleicht auch moderiere. Also der Trainer wird zum Führer und zum Vorgeber, zum Prozessgestalter und zum Moderator. Und dass ich dann irgendwann hier stabile Werte und Normen, das kann man auch beschleunigen. Wie gesagt, das Zeitfaktor ist so ein heißes Thema. Und wenn ich dann es schaffe, dass ich diese Werte und Normen, diese Regeln in so einem Team stabilisieren, dann kann ich es erleben, dass so ein Team in die Performing-Phase geht. Und das ist etwas, was gigantisch ist. Und ich wünsche es, ich hoffe, dass jeder schon mal so etwas erlebt hat. Ich durfte es ein paar Mal auch schon erleben, wenn ein Team sich in eine Performing-Phase entwickelt, wie man sieht, dass Hierarchien aufbrechen, dass es nicht mehr klare Abstände gibt von wegen, ja, der ist Anführer und ist Geführter, sondern dass diese Rollen vertauschen und es nur noch um die Sache geht. Und wenn es nur noch um die Sache geht, dann spricht man, ja, der Begriff hat ein bisschen gelitten in letzter Zeit, aber ich finde es trotzdem ein schöner Begriff, diese Schwarmintelligenz. Da drin gibt es nicht den Masterfisch, der die Linie vorgibt, sondern jeder in der Situation übernimmt Verantwortung, wenn er gebraucht wird. In anderen Kontexten, wo auch Teams funktionieren müssen, und Teams funktionieren müssen, weil maßgebliche, tödliche Konsequenzen drohen, ist es ein gelebtes Prinzip, GSG-9, Einsatz in der Gruppe. Da gibt es nicht den Anführer, der sagt, du jetzt, sondern in der Situation übernimmt der den Lead, in der Situation übernimmt der den Lead. Und ich durfte das mal erleben, dass so Schwarmintelligenz wir nannten es damals, ein gegenseitiges Euphorisieren war. Der eine fand das klasse, was der andere gemacht hat, der dadurch sich wieder mehr getraut hat, über sich hinausgewachsen ist und den Nächsten angesteckt hat. Und das sind dann wirklich Phasen, wo ein Team über sich hinausweckt und mehr performt, als du je gedacht hast. Und wenn du das dann beobachten kannst, ich habe mit einem Trainer auch im Eishockey sowas erleben dürfen, wo man dann auch beim entscheidenden Spiel, hat er mich gefragt, was willst du jetzt sagen? Jetzt, die sind alle, alles passt, alles sitzt. Dann haben wir auch gesagt, ich glaube, man kann es jetzt nur noch kaputt machen. Und er hat den Satz gesagt, vor dem wichtigsten Spiel dieser Mannschaft, geht raus, spielt Hockey. Und wir haben alles in Grund und Boden gespielt. Also auch das Vertrauen, es funktioniert, ich muss da nichts mehr vorgeben. Und es gibt ein gigantisches Beispiel, jetzt zum Schluss, das ich nochmal auf dem Video zeigen möchte, aus dem American Football, wo man das eben auch gesehen hat, wo auch eine Mannschaft, und da lief es aber auch nicht die ganze Zeit, sondern das war hier eine Aktion, die den Abstieg gerettet hat, die aber in so einer Situation auch ins gegenseitige Euphorisieren kam, sodass Wege gemacht werden, die nicht üblich sind, Einsatz gezeigt wird, der überhaupt nicht eingefordert wird und damit aber so ein Team sich sozusagen nochmal gerettet hat. American Football, schauen sich die Szene an, ein Ball wird auf Außen gespielt, das ist der Gegner, der läuft los, eigentlich zum sicheren Touchdown und dann schauen Sie, was passiert. Third and goal, Brady takes the snap, here's the blitz, rolls to the right, fires to the right, and he's intercepted in the end zone, up to 10, 15, 20, 25, 30, left sideline, 35, 40, heading all the way down the sideline, foot race, Bailey stepped out of a tackle, Champ Bailey, 30, 20, 15, 10, 5, did he get there? He's hit out of bounds, I think, at the 1. Ben Watson shows the hustle, doesn't give up on the play. Where did he come from? And we didn't know until replays. We saw Ben was on the other side of the field, so he basically had to run like 120 yards, even longer than that to get that. Until I saw that, did I truly appreciate about the effort that he put forth. Man, it was a play that sort of signified a just never giving up. Ja, wie bei Ihnen im Team, genau. Wege, unangenehme Wege, kein Fragezeichen, kein Thema, soll ich oder soll ich nicht, das verlangt doch keiner von mir. In keiner Videoanalyse würde gesagt werden, du hättest die Diagonale aber auch laufen können und das probieren. Allerdings eben auch das entsprechende Zutrauen, das wäre jetzt ja auch eine lachhafte Nummer, wenn es irgendein Defender mit 120 Kilo oder was probiert hätte, nach dem Motto, ich komme noch ran, sondern er weiß auch, das ist im Rahmen seiner Möglichkeiten, geht den Weg, aber ohne, dass von außen irgendwie ein Trainer sagt, jetzt lauf den Weg, sondern Eigenverantwortung für das Team, es gibt ein Problem in meinem Team, also bin ich bei der Stelle. Ich
hoffe, Sie haben schon mal so eine Phase des gegenseitigen Euphorisierens, so ein Team im Performing-Zustand erlebt. Ich glaube, wenn man das mal erlebt hat, muss sich schon bewusst sein, dass das nicht unbedingt dann stabil ist. Jetzt laufen wir mal einfach durch diese Teamentwicklung durch und dann haben wir jetzt ein stabiles Team für die nächsten 5, 6 Spiele, sondern das ist ein tägliches Arbeiten. Ein Trainer hat mal zu mir gesagt, du bist täglich wieder am Justieren und am Machen und viel am Reinhorchen und am Beobachten und am Sprechen und am Stimmungen abgleichen. Und wenn du es dann aber schaffst, dass du quasi in so einer prozessgestaltenden, moderierenden Wirkung so ein Team erlebst, dann empfindest du auch ein ganz, ganz anderes Gefühl zu deinem Job und zu deiner Aufgabe. Und deswegen möchte ich eigentlich schließen mit einem wunderbaren Zitat von Jupp Heynckes, das er gesagt hat nach diesem gewonnenen Triple bei der Bambi-Verleihung, als er über seine Mannschaft gesprochen hat in einem recht emotionalen Zustand, weil er sprach nicht von den Könnern, die es gezeigt haben, sondern er hat diesen Satz gesagt: Das geht über die professionelle Schiene, sondern es ist was Zwischenmenschliches, Empathie, Vertrauen, gegenseitiger Respekt sei ganz wesentlich. Und in so einer Fußballmannschaft, in der es nur große Spieler gibt, Stars in Anführungszeichen, da waren seine Spieler seines Erachtens nach gar keine Stars, sie waren großartige Könner und wunderbare Menschen. Und wenn man so auf eine Mannschaft, auf eine Zeit und auf einen Erfolg zurückblicken kann, dann ist es sicherlich was ganz, ganz Großes, was ganz, ganz Erstrebenswertes. Und ich wünsche jedem, ich weiß auch als Psycholog, das ist nicht einfach, also ich kann das auch nicht machen, aber ich wünsche jedem, dass er solche Phasen seiner Trainerkarriere erleben darf und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.